lay dry hard upon your feet. Wash away the rain and the sorrow. Take courage to birth our dream. Willkommen bei Brigid von Jahreskreisfeste.de Hexen-Selbstinitiation-Ritual von Magic of Brighid. Die Selbstinitiation ist ein Übergangsritual, das dir bewusst machen soll, dass du deinen spirituellen Weg gewählt hast und ihn konsequent gehen möchtest. Es ist der Beginn, dein Leben selbst zu gestalten und dafür auch die volle Verantwortung zu übernehmen. Bei der Selbstinitiation weihst du dich und deine magische Kraft deinen Gottheiten. Es ist auch ein Versprechen an dich und dein Leben, das nun neu beginnt. Traditionell ist Imbolc der beste Zeitpunkt für die Initiation, also die Nacht vom 1. auf den 2. Februar. Zuerst errichtest du deinen Altar in Richtung Osten, lege eine Decke auf deinen Altar, die dann den Bereich eingrenzt, schmücke den Altar mit Blumen, Steinen und sonstigen Dingen, die du mit dem Ritual in Verbindung bringst. Nehme ein feuerfestes Gefäß zum Räuchern, gebe Sand hinein, um die Hitzeentwicklung zu dämmen, und lege dann auf den Sand die Räucherkohle. Diese wird gleich angezündet, damit sie rot glühend ist, wenn das Ritual beginnt. Dann kommt das Räuchergefäß mit der Kohle, als Sinnbild für das Element Luft, in die östliche Ecke des Altars. Du brauchst Artikel Nummer 8089 Magic of Brighid Glaskerze Witches Initiation auf Deutsch Einweihung. Dazu verwendet man noch Produkt Nummer 3733 G Magic of Brighid Witches Initiation natürliches ätherisches Öl. Das öffnet Herz und Geist für den Sinn und Zweck der Widmung an die heidnische Götterwelt und den damit verbundenen Glauben. Für deine Aura noch 3733 S magisches Spray Witches Initiation mit natürlichen ätherischen Ölen. Zum Räuchern 1733 G Magic of Brighid Räucherung Witches Initiation. Wieder zum Altar. Die Witches Initiation Kerze von Magic of Brighid wird für das Element Feuer in den südlichen Teil gestellt. Tropfe etwa 5 Tropfen vom Witches Initiation Öl in die Kerze neben dem Kerzendocht. Ein Kelch mit Wasser steht im westlichen Bereich, für das Wasserelement, und ein Gefäß mit Salz verkörpert das Element Erde im Norden. Jetzt sind alle Elemente auf dem Altar vertreten. Dies ist wichtig, damit die Elemente, wenn sie in den Kreis gerufen werden, sozusagen einen Aufenthaltsort haben. Bevor du mit dem Ritual beginnst, solltest du dich vollkommen entspannen. Atme einige Male tief ein und aus, bis du spürst, dass du bereit bist, das Ritual durchzuführen. Atme langsam durch deine Nase ein und dann durch den Mund wieder aus. Dann zündest du die Witches-Initiation-Kerze an. Auf die jetzt glühende Kohle eine Prise von der Witches-Initiation-Räucherung, damit der Altar und du gereinigt werden. Ziehe nun den Schutzkreis und lade dabei die Elemente ein. Tu dies mit deinem Dolch und ausgestrecktem Arm. Beginne, indem du dich in Richtung Osten, also vor deinen Altar stellst. Wesen der Luft, ich weihe dich mit den Energien des Ostens, um alles Böse von hier zu vertreiben. Geist der Luft, Kraft der Weisheit und Inspiration, ich bitte dich in diesen Kreis, schenke mir Erkenntnis und gib mir deinen Schutz, so sei es. Dann drehst du dich in Richtung Süden und sprichst, Wesen des Feuers, ich weihe dich mit den Energien des Südens, um alles Böse von hier zu vertreiben. Geist des Feuers, der Tatkraft und Mut, ich bitte dich in diesen Kreis, entfache in mir die Leidenschaft und gib mir deinen Schutz, so sei es. Dann wendest dich du nach Westen, wobei du sagst, Wesen des Wassers, ich weihe dich mit den Energien des Westens, um alles Böse von hier zu vertreiben. Geist des Wassers, Kraft der Gefühle, ich bitte dich in diesen Kreis, durchströme mich mit Liebe und gib mir deinen Schutz, so sei es. Zum Schluss sagst du in Richtung Norden, Wesen der Erde, ich weihe dich mit den Energien des Nordens, um alles Böse von hier zu vertreiben. Geist der Erde, der Standhaftigkeit und Manifestation, ich bitte dich in diesen Kreis, gib mir Halt und deinen Schutz, so sei es. Jetzt drehst du dich wieder zum Altar und sagst, ich beschwöre dich, o Kreis der Macht, für mich eine Grenze zu sein zwischen den Welten und mir Schutz und Kraft zu geben, so sei es. Der Kreis ist nun geschlossen. Gebe nun etwas Witches Initiation Räucherung auf die glühende Kohle, nehme das Räuchergefäß in die Hand und verteile durch Fächern mit der anderen Hand den Rauch über deinen ganzen Körper, stelle dann das Räuchergefäß zurück an seinen Platz, weihe dann das Witches Initiation Öl mit den 4 Elementen, ziehe zuerst das Fläschchen durch den Rauch des Räucherwerks, dann kurz über die Flamme der Kerze, dann halte es über den Kelch und bestreue es zum Schluss mit etwas Salz, lass es dann auf dem Altar stehen, bis du es benötigst. Dann gibst du mit der Klingenspitze des Dolches 3 Prisen Salz in den Kelch mit Wasser. Der Dolch wird nun hochgehalten und dabei wird Folgendes gesprochen: Was der Dolch für den Gott, ist der Kelch für die Göttin. Dann taucht man den Dolch in das Wasser, rührt 3-mal im Uhrzeigersinn um und sagt, und zusammen sind sie eins. Auf den Altar wird nun mit dem Dolch Wasser gesprengt und damit den Altar geweiht. Mach eine kurze Pause und zentriere dich, bevor du weitermachst. Nun werden Gott und Göttin angerufen mit folgenden Worten: Große Mutter, ich rufe dich, oder Name der Göttin, begleite mich bei meiner Weihe und segne mich, deine Tochter, die vor dir steht und dich willkommen heißt, alles kommt von dir und alles kehrt wieder zu dir zurück. Gebe mir die Kraft zu ändern, was sich nicht ändern lässt, die Gelassenheit, hinzunehmen, was ich nicht ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich gebe mich in deine Hände, denn das ist mein Wille. Großer Gott, ich rufe dich, oder Name des Gottes, begleite mich bei meiner Weihe und segne mich, deine Tochter, die vor dir steht und dich willkommen heißt, erfülle mich mit deiner Göttlichkeit, auf dass ich in deinem Licht erstrahle. Gebe mir die Geduld, zu lernen, was ich wissen sollte, die Macht, das Negative ins Positive zu wandeln, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich gebe mich in deine Hände, denn das ist mein Wille. Gebe nach einer kurzen Pause einen Tropfen Witches Initiation Öl auf die Fingerkuppe, und vor jedem Körperteil einen weiteren Tropfen. Berühre deine geschlossenen Augenlider und spreche dabei: Gesegnet seien meine Augen, auf dass sie die Schönheit der Natur sehen mögen, und hinter die Fassaden der Menschen blicken. Berühre deine Lippen und spreche: Gesegnet seien meine Lippen, auf dass sie weise Worte sprechen und Trost spenden mögen. Mit einem weiten Tropfen auf beide Finger berührst du deine Hände mit den Worten: Gesegnet seien meine Hände, mögen sie tätig sein zu meinem Wohle und zum Wohle der Menschheit. Berühre deine linke Brust in Höhe des Herzens und sage: Gesegnet sei meine Brust, hinter der ein Herz voller Liebe, Leidenschaft und Hingabe schlägt. Berühre dein Geschlecht und spreche dabei: Gesegnet sei mein Geschlecht, auf dass es mir und anderen Lust, Erfüllung und auch neues Leben schenke. Berühre deine Füße mit den Worten: Gesegnet seien meine Füße, auf dass sie mich auf meinem Weg durchs Leben, zu meiner wahren Bestimmung führen mögen. Meditiere nun über deine Selbstweihe, halte nun deine Hände über die Kerze und sage dabei: Ich weihe mich nun selbst, dem alten Pfad der Magie, frei im Denken und Handeln, mit dem Wissen, dass alles, was ich aussende, wieder auf mich zurückkommt. Möget ihr, großer Gott und große Göttin, mich leiten, auf dass ich finden werde, wonach ich mich sehne und was mein Herz begehrt. Dafür danke ich euch und verabschiede euch, in dem Wissen, dass ich ein Teil von euch bin und ihr immer in mir seid. So sei es, und so sei es. Nun wird der Kreis wieder aufgehoben, indem man sich von Osten aus nach links in jede Himmelsrichtung dreht, mit dem Dolch in der ausgestreckten Hand, und die Elemente bedankt und verabschiedet mit den Worten: Geist des Ostens, ich danke dir für deinen Beistand und Schutz. Geist des Nordens, ich danke dir für deinen Beistand und Schutz. Geist des Westens, ich danke dir für deinen Beistand und Schutz. Geist des Südens, ich danke dir für deinen Beistand und Schutz. All ihr Wesen, die ihr durch die Energie dieses Rituals angelockt wurdet, seid verabschiedet und geht wieder dahin zurück, von wo ihr gekommen seid. So sei es. Der Kreis ist nun offen, doch ungebrochen. Möge sich der Raum mit Liebe, Glück und Freude füllen. So sei es. Als letztes wird nun die Kerze an einem sicheren Ort vollständig heruntergebrannt. Nach Beendigung jedes Rituals vergiss bitte nicht, deine überschüssige Energie an die Mutter Erde wieder abzugeben, indem du die Hände auf den Boden legst und dir vorstellst, wie die Energie, die du noch zu viel hast, wieder in die Erde zurückfließt. Sonst kann es sein, dass du zappelig, nervös oder aggressiv wirst, sei gesegnet. Diese Anleitung gibt es bald, beim Großhändler, Anderswelt Import. Viel Freude auf euren neuen magischen Lebensweg. Seid gesegnet von den alten Göttinnen und Götter der alten Zeit. Segen von Brigid. Lay dry hard upon your feet. Wash away the rage and the sorrow. Take courage to birth thy dream. Embrace the dragon deep inside. By the evening fire, quench your thirst from the well of new beginnings, and find the flame to burn it high. Moon, moon, soul of the sky, light the way and guide our life. Shall sing and dance tonight. Under the moon, without you. Under the I'm waiting right here, baby.